Als Vorsitzender des Kuratoriums kann ich mir vorstellen, Professor Stratmann, man hat manchmal so Kandidaten, wo man sagt, boah, das ist für die Wissenschaft toll, aber es wird schwer, an dem Tag der Preisverleihung Laien etwas zu vermitteln. Ich glaube, bei dem Fall Svante Paabo kann man sagen, beides ist erfüllt, oder? Ja, absolut. Ich glaube, das Besondere bei Svante Paabo, wir haben es eben gehört, ist, und das war auch für das Kuratorium ein wichtiges Indiz für eine ganz herausragende Leistung, er hat ein neues Wissenschaftsgebiet geschaffen. Und das ganz selten. Und das ist etwas ganz Herausragendes und deswegen ist er auch ein idealer Preisträger. Ich möchte ein bisschen eingehen auf Gedanken, die Dr. Dittmar vorher erläutert hat, weil man muss sich immer wieder klar machen, in heutigen Zeiten reden wir von Echokammern, von Blasen und in gewisser Weise hoffe ich zumindest, dass wir hier im Raum alle Teilnehmer einer bestimmten Blase sind und da steht groß drauf, Vertreter der Aufklärung. Wir glauben an Argumente, wir glauben an eine Grammatik, die natürlich in der Wissenschaft wunderbar ist, weil sie beruht auf Fakten, auf Falsifikation, auf Dialog, auf Lernfähigkeit. Aber in heutigen Zeiten scheint es immer mehr Menschen zu geben, die daran zweifeln. Ich frage einfach mal sehr ketzerisch, müssen wir vielleicht noch viel mehr tun, damit auch der Wert der Wissenschaft in der breiten Bevölkerung vielleicht immer noch gesehen wird und wir nicht Erosionsprozesse der Aufklärung plötzlich begegnen? Ja, ich denke, wir sind hier in diesem Raum wahrscheinlich alle ähnlich sozialisiert. Wir stammen aus der gleichen Blase. Wir können uns eine Welt jenseits der Aufklärung wahrscheinlich alle gar nicht vorstellen. Wir leben in dieser Welt der Rationalität. Aber ich glaube, auch seit der Aufklärung hat es immer wieder Phasen gegeben, in denen Menschen in dieser Welt der Aufklärung nicht gelebt haben, esoterischen Gedanken nachgegangen sind, Dinge geglaubt haben, die ein rational denkender Mensch eben nicht glaubt. Also ich glaube, es ist nichts ganz Neues. Das Neue ist, dass sich diese esoterischen Gedanken heute verbreiten in einer Weise, die es vorher nicht gegeben hat und damit auch in Konflikte mit rationalem Denken kommen. Ich glaube in der Tat, wir werden immer uns um Bildung bemühen müssen. Bildung ist das Entscheidende, auch im Sinne der Aufklärung. Wir werden uns auseinandersetzen müssen mit anderen, aber es gibt keinen Sinn. Ich persönlich glaube, es gibt keinen Sinn, sich mit Irrationalitäten auseinanderzusetzen. Das ist mir als Wissenschaftler völlig fremd. Man kann sich über wissenschaftliche Hypothesen auseinandersetzen, das haben wir eben gehört. Aber wenn es irrational wird, wird es schwer sein. Ich glaube in der Tat, dass es heute vielleicht so ist, dass Wissenschaft und auch die Welt, in der wir leben, komplex geworden ist, sehr komplex geworden ist. Und dass Menschen, die glauben, einfache Botschaften zu haben, einfache Wahrheiten zu haben, Dinge ganz simpel verstehen zu können, natürlich immer eine gewisse Resonanz finden. Das eine ist ja der Umgang mit Komplexität und als Vertreter der Aufklärung kann man ja auch durchaus mal positiv da stehen und sagen, ja, die Welt ist komplex und deswegen ist sie so schön. Ja. Sie wäre ziemlich langweilig, wenn dem nicht so wäre. Müssen wir da nicht desto trotz sehr viel stärker auch nicht nur in die Wissenschaft gucken, sondern Wissenschaft in einem gesellschaftlichen Kontext vielleicht stärker auch in den Prinzipien der Aufklärung, in den Prinzipien auch der Faszination, die Wissenschaft ausmacht, weil sie Neues findet und weil sie vielleicht auch ehemalige Fehler revidieren kann, dieses Prinzip, diese Grammatik der Aufklärung vielleicht stärker wieder nach außen bringen? Vielleicht ja, haben wir uns zu sehr daran gewöhnt? Ich glaube, es ist absolut richtig. Wir alle haben die Aufgabe, das, was wir tun, auch in der Öffentlichkeit darzustellen. Wir sind der Öffentlichkeit verpflichtet. Wir müssen sie auch mitnehmen. Dazu dient übrigens so ein Ereignis wie heute. Es ist eine breite Öffentlichkeit. Ich gehe mal davon aus, dass heute Abend in den Nachrichten darüber berichtet wird. Es wird ein Millionenpublikum erreichen. Millionen von Menschen werden zum ersten Mal hören, dass wir doch mit dem Neandertal was gemein haben, was die Wissenschaftswelt schon seit Jahren weiß, aber das viele kann eben nicht. In Zeiten, wo über Sie, Migration gesprochen ja, wird, absolut. Sie kritisch machen das, sein. Sie machen das in Ihren Sendungen. Ja, ich glaube in der Tat, aber das entscheidende Moment ist die Schule. Ich glaube, das entscheidende Moment ist die Schule, auch der rationale Umgang mit Wissen und Wissenschaft in der Schule, die Fähigkeit von Lehrern, das zu vermitteln, auch moderne Wissenschaft zu vermitteln, nicht stehen zu bleiben. Und dazu braucht es moderne Schulbücher, es braucht moderne auch experimentelle Formate in den Schulen, um mit Wissenschaft umzugehen. In der Tat ist das das Wichtigste, aber wir werden immer wieder feststellen, dass Menschen
sich davon entfernen und eben, wie ich das eben schon sagte, ganz anderen Ideen nachgehen. Ich bin ein schlechter Witzeerzähler, aber ich möchte zum Schluss Ihnen einen Witz erzählen, weil Herr Dittmar hat auch von der Grundschule gesprochen. Da geht es um eine Grundschule in Berlin und die Lehrerin, das ist eine katholische Grundschule, malt ein Eichhörnchen an die Tafel, dreht sich um und fragt die kleinen Kinder: Na Kinder, was ist das? Peterchen meldet sich und er sagt Folgendes: Schwester, mein klarer Menschenverstand sagt mir, dass das ein Eichhörnchen ist. Aber so wie ich den Laden hier kenne, ist das mal wieder das liebe Jesulein. Das ist das ein bisschen der Weg. Also ich plädiere für Eichhörnchen, ich auch. Für Neandertaler. Bedanke mich in dem Sinne ganz herzlich und jetzt freuen wir uns auf die wunderbare Preisverleihung mit unserem noch wunderbareren Preisträger.